Moin moin ihr beiden. Moin moin. Wir fangen direkt an mit dem Quiz. Geht los mit Fabio. Ja. Gegen wen hatte Lukas denn seinen ersten Einsatz in der Regionalliga? Lupo Martini Wolfsburg. Auswärts 16. reingekommen, ne? Oder? Ja. Ja schon. Okay, Lukas, gegen wen hat Fabio denn sein erstes Tor in dieser Saison erzielt? Es zählt Regionalliga und Oberliga. Das war auf jeden Fall in der Oberliga. Aber welches Spiel? Weiche 2. Das ist richtig. Hey. Wie viele gelbe Karten hat Lukas denn in dieser Saison schon bekommen? Oberliga und Regionalliga. Ja, Oberliga und Oberliga bist du so ein... Regionalliga bist du ein kleiner Junge, ne? Aber Oberliga bist du 3? Nein. Willst du nochmal raten? Ja, wäre nett, ne? 2? Kannst du es auflösen? Ich glaube 0, oder? Ja. Keine gelbe Karte? Okay, Lukas, in der wievielten Minute hat Fabio denn sein erstes Regionalliga-Tor erzielt? In der 89. Minute. Stark. Oh, 100 Punkte. Okay. Fabio, was ist auf dem ersten Bild zu sehen, was Lukas auf seinem Instagram-Kanal gepostet hat? Oder als Alternative, nee, das kommt gleich noch. Fußballbild von sich? Kannst du es genauer beschreiben? Ein Trikot vom VfB Lübeck. Ich glaube, ist das so die A-Jugend-Bundesliga-Qualifikation gewesen? Relegation war nicht? Ich glaube nicht. Nee? Ich weiß es selber nicht genau. Das ist tatsächlich ein. Ich bin ja kein Stalker, ne? Also, ein Kollege. Einzelbildern im VfB-Trikot. Sehr süß. B-Jugend oder A-Jugend oder so? Saison 14-15. Gib dir eine zweite Chance, den Punkt zu verdienen. Okay. Nenn mir eins von den Hashtags, den Lukas unter dem Bild benutzt hat. Fußball? Tatsächlich nicht. VfB? Ja, soll ich die vorlesen? Ja, bitte. Hashtag iPhone only. Swag, Sport, Schule und dann als einzelne Hashtags ich liebe dich, VfB Lübeck. Herz, Herz, Herz. Klassischer Influencer. Klassischer Influencer. Boah, gar nicht peinlich. Soll ich mal rausnehmen, das Bild? Ja, besser ist. Eine Frage habe ich noch an dich gehört und danach geht es an die gemeinsamen Fragen. Nenne drei Vereine, für die Fabio schon abgesehen vom VfB Lübeck gespielt hat. Sehr easy, so viele wie ich hatte. Strand 08. Siems. Nee. Aus Lübeck. Oh, ich habe keine Ahnung, wo du gespielt hast. Ja, Eutin. Ja, und zuletzt komme ich nicht. Da hätte ich jetzt wieder Rätselraten gemacht. Kannst du es auflösen? Ja, ich kann es tatsächlich auflösen. 7 Bäume war ich auch noch. Das ist richtig. Groß-Grönau. Ja, da war ich auch noch, stimmt. Okay, dafür kriegt ihr keinen Punkt. Ja, toll, danke für nix, ey. Okay, dann gehen wir an die gemeinsamen Fragen. Ja. Wie viele Spiele hat der VfB Lübeck denn unter Benny Gommert schon zu 0 gespielt in dieser Saison? 18. 17. 13. 13, 13. 18 stand er am Tor. Ja. So rum. 13, ja, richtig. Habt ihr den schönen Instagram-Post gesehen? Ja. Wir hatten letztes Mal die Frage, wer denn der kleinste Spieler ist. Aber wer ist denn der größte Spieler? Das kann ich euch sagen. Kleiner Tipp ist im Zweiten. Ich weiß. Kevin Tittel und Tommy Gruppe. Warum weißt du das? Tja, ich beschäftige mich mit Spielern. Weißt du, wie groß? 1,93. Stark. Ja, wo weißt du das? Ich beschäftige mich mit den Jungs aus meiner Mannschaft, ne? Okay. Was ist denn die durchschnittliche Zuschauerzahl in der Saison 18-19 im Stadion hier? 2-2. Ich vertraue meinem Partner da ganz 2-2. Ja, 2,150. Auf den Zuschauer genau oder im... Sehr nah dran, ich würde euch dafür einen Punkt geben. Das sind 2156. Oh, 56. Habt ihr eine Aufgabe, für die ihr 30 Sekunden Zeit habt? Und zwar, nennt so viele DFB-Pokalgegner des VfB Lübeck wie möglich aus den letzten 15 DFB-Pokalspielen des VfB Lübeck. Und los. Mainz, Stuttgart, Paderborn.
St. Pauli. Jetzt, ich bin heute auch keine 100, ne? Also. Da war noch wie auf der Mühle. Haben Sie gegen Magdeburg gespielt? Nee. Reuter Fürth? Aber die ersten vier waren ja schon mal richtig, ne? Kannst du ja. Eure Zeit ist um. Ja, super. Wollt ihr sie wissen? Ja, erzähl doch mal. FC St. Pauli, SC Paderborn, Eintracht Braunschweig, MSV Duisburg, Stuttgart, Burghausen, Borussia Dortmund, Werder Bremen, Hannover 96 und KFC Uerdingen. Da waren wir doch gar nicht so schlecht. Die Punktzahl seht ihr dann nachher. Ja, okay. Vielen Dank, ihr beiden. Gerne.